Ja, hallo Freunde, heute ganz kurz gezeigt, wie ihr gelöschte Dokumente, Dateien wiederherstellen könnt. Und zwar Dokumente, die auch aus dem Papierkorb gelöscht wurden. Ja, sei es absichtlich oder versehentlich, spielt da an der Stelle keine Rolle. Das ist natürlich hier eine Möglichkeit von vielen. Ich möchte euch jetzt hier ja, diese Möglichkeit zeigen mit dem Tool namens Recuva. Zeigen, da das Tool kostenlos ist. Ja, ist Freeware. Da könnt ihr euch aus dem Internet einfach herunterladen. Es gibt auch eine portable Version. Wenn ihr da eine Suchmaschine eurer Wahl benutzt, dann werdet ihr da bestimmt schnell fündig. Ich habe das jetzt hier schon heruntergeladen. Das Tool heißt, wie gesagt, Recuva. Ich entpacke das jetzt hier auf meinem Desktop. Das ist jetzt übrigens hier die portable Version. Die aktuelle Version ist, glaube ich, 1.5. Ja. Nach dem Entpacken haben wir hier ein paar Dateien. Einmal haben wir hier eine 64-Bit-Version, das ist die 32-Bit-Version. Ja, ich nehme mal die 32-Bit hier. Am besten, wenn wir jetzt diese Exe-Datei, ja den Launcher hier, Wizard, als Administrator ausführen. Dauert irgendwie einen kleinen Moment, bis da ist er. Genau, dann öffnet sich hier der Wizard hier. Okay, wir können jetzt einfach auf Weiter klicken. Hier können wir die Suche, damit es nicht so lange dauert, vielleicht etwas einschränken. Wenn ich weiß jetzt, dass ich zum Beispiel nach gelöschter Bilder suche, dann kann ich mir hier Picture Bilder auswählen, damit er nicht, also einfach nur nach hier Image Formate sucht, Bilderformate oder Dokumente. Videos und so weiter. Ich wähle jetzt hier mal einfach All Files, ja, alle Files. Das funktioniert übrigens auch mit SSD, Festplatten, USB-Sticks und alle möglichen Speichermedien, Digicam und so weiter. Genau. Jetzt habe ich hier All Files, also alle Dateien ausgewählt hier und gehe auf Weiter. Hier ist es natürlich, hier kann man genau die Location, den Ort hier auswählen, wo wir suchen, My Documents oder hier I'm not sure, dann sucht er alles durch, das dauert nur einfach etwas länger. Hier Recycle Bin, der Papierkorb und so weiter. Oder eine bestimmte Location hier, ich nehme das, ich guck mal jetzt zum Beispiel, ich nehme mal meinen Desktop hier. Ja, einfach und klicke auf OK und dann auf Next. Und hier können wir nochmal den Deep Scan hier aktivieren. Das dauert natürlich eigentlich viel länger. Das wird auch nach einer bestimmten anderen Dateiformaten gesucht. Das brauche ich jetzt hier nicht. Einfach auf Start klicken und schon fängt das Programm an zu suchen, zu scannen nach gelöschten Dateien. Und zwar alles, was ich hier auf dem Desktop mal hatte. Wichtig ist natürlich, ja, dass die Dateien nicht überschrieben wurden. Sonst können wir den nicht mehr wiederherstellen. Also wenn wir merken, dass wir was gelöscht haben und das wieder brauchen, ist es natürlich sehr hilfreich, dass es so schnell wie möglich, sehr zeitnah, das zu hier, das wiederherzustellen. Ja, hier habe ich ja, so sieht, die Ergebnisse sieht dann so aus. Hier kann man sehen, hier ist der File Name, hier Dokumentenname. Und hier sind so Kreise, Punkte hier, grüne, gelbe und rote. Also bei den Grünen ist es so, dass sie meistens problemlos wiederhergestellt werden können. Hier kann man in den Comments sehen, no overrun cluster detected. Okay. Hier bei den gelben
Kann sein, dass die schon etwas beschädigt ist, da sie teilweise überschrieben sind. Und bei den roten Sitz natürlich sieht es gar nicht gut aus, schlecht aus, weil die schon leider überschrieben wurde. Wir können zwar versuchen. Genau, hier suchen wir einfach unsere Files hier, die wir wieder brauchen. Mit dem Roten ist wie gesagt problematisch, aber ich mache mal jetzt einfach mal zum Testen. Das ist jetzt hier eine PDF-Datei mit Rot. Ich versuche es trotzdem. Hier ist eine PDF-Datei wieder, denke ich. Ja, mit Gelb, das teilweise überschrieben wurde. Und hier haben wir eine Config.php, okay. Die ist grün, nicht überschrieben, die sollte wirklich problemlos wiederhergestellt werden. Ich wähle mal einfach die drei hier aus und klicke hier auf Start bzw. Recover. Genau, jetzt müssen wir noch einen Ort auswählen, wo die wiederhergestellt werden. Ich nehme mal jetzt hier meinen Desktop und klicke auf OK. Do you want to restore to the same drive? Okay, can reduce it. Okay. Okay, ich versuche es trotzdem, ist egal jetzt. Einfach mal zum Total Recovered 3, Full Recovered 1, Partial Recovered 2. Okay, schon durch. Jetzt können wir das Programm hier schließen oder minimieren. Und hier haben wir schon, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, das hier war grün, war nicht überschrieben, denke ich. Ich öffne das jetzt mal und schau mal. Na genau, schon habe ich hier nein. Ja, die gelöschte Datei wieder. Hier habe ich eine kaputte, ja, die ist nicht mehr ganz in Ordnung, leider. Und hier war auch nicht mehr in Ordnung. Okay. Also, wie gesagt, wenn die Dateien nicht überschrieben wurden, dann kann man sie sehr leicht wieder herstellen. Deswegen sollte man das sehr zeitnah wieder herstellen. Ja, das war's eigentlich auch schon alles. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Und bis nächstes Mal. Sagen oder ja, das virtuelle, eine virtuelle, ja, Schnittstelle. Das Hotspot ist jetzt gestartet. Ich weiß nicht, den wird man jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen, weil okay. Also die Clients, die würden sich jetzt, denke ich, theoretisch schon mit dem Hotspot verbinden können, wenn sie das richtige Passwort haben natürlich. Sie haben aber noch keinen Internetzugang. Dafür müssen wir hier nochmal auf unseren Adapter hier mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften und dann hier in den Reiter Freigabe. Bei mir ist der Haken jetzt schon gesetzt. Normalerweise sieht es so aus. Ich mache mal ganz kurz. Okay, jetzt ist genau. Jetzt sieht man schon den Namen Hotspot, ja, den wir hier vergeben haben. Nochmal auf Eigenschaften, Freigabe. In der Regel sieht es so aus beim ersten Mal. Einfach hier den Haken setzen und hier müssen wir natürlich die Schnittstelle unseren Netzwerkadapter wählen mit der das ja, Internet geshared wird sozusagen. Bei mir ist jetzt der Ethernet-Adapter hier in dem Fall. Einfach mit OK bestätigen. Und ja, das war es eigentlich schon alles. Jetzt könnt ihr oder ja, können die Clients mit, ich weiß nicht, Handy, Tablet, was auch immer, Laptop, einfach hier sich mit dem Hotspot verbinden und einfach ja, surfen. Wenn eure Netzwerkkarte diesen Hosted-Modus nicht unterstützt, dann gibt es da auch
Lösungen müsst ihr allerdings, ja, da gibt es